An. Ich muss uns heute einfallen lassen, sonst haben wir gleich keinen Stream mehr, weil meine Powerbank hat sich nämlich gerade verabschiedet, die hier das Handy lädt und das Handy hat nur noch 18%. Das könnte sich als Problem herausstellen, glaube ich. Also wir müssen mal gucken, ob ich da irgendwie eine Powerbank rumfliegen habe, mit der ich das Ding gebrücken kann. Die Hauben sind auch nicht ins Trockene, die Hauben sind alle Schweißblech. Haben Gordon nicht uns so abgesprochen. Ah, Scheiße, guck mal hier. Das ist natürlich genau das, was ich nicht unbedingt sehen will. Ach, Scheiße. Habe ich noch irgendwo in der Powerbank rumfliegen? Ich habe noch irgendwo eine, mit der ich Autos bröckel. Muss mal ein bisschen Strom auf die Kiste hier kriegen. Das ist vorbei. Der Camaro ist 1989er Baujahr. Aber der ist auch schon lange haarfähig. Bezahlt. Wie gesagt, der hier hat auch noch Lacküberarbeitung gekriegt. Also, wir haben jetzt nicht nur das Auto irgendwie gewaschen. Wir haben tatsächlich noch viel an dem Auto gemacht. Im Unterboden noch, kommt auch ein Video zu, dass der VR jetzt hier auch haarfähig wird. Ne? Dass der halt bei der Straße kommt. Da wird auch jeder, geiles Auto, jeder freut sich, den zu sehen. Kann man sagen, was man will. Das sieht ja schon mal ordentlich aus. Das ist genau, guck mal, der jetzt, der hat schon eine Haarzulassung, dieser hier. Den haben wir nur 7er eingetragen, den konnte ich so fahren. Natürlich kriegt er auch noch ein Design, ne? Der, der kommt auf eine 07er, der hat aber auch mal eine. Der müsste auch mal ein Haar kriegen irgendwann und TÜV. Aber das ist auch eine Geschichte für sich. Ne? Hm, wo habe ich das Stromding denn? Haben wir das denn hingepoolt? Ah, das haben wir sich gebunkert. Hier sind meine Auspuffgummis drin, die haben wir für den VR gebraucht. Für das VR-Projekt. Strom. Habe ich nicht über Strommäßiges vielleicht in der, im Dings? Im Robocamper? Nee, habe ich nicht. Hm, das könnte ein Problem, das könnte ein Problem herausstellen. Ganze Scheiße, das war alles altersschwach. Aber wir gucken mal weiter. Na, aber so ungefähr ist es. Und deswegen wir sonst die Schäfchen ins Trockene kriegen. Guck mal, der ist ein Trockene, der hat Haar und eine Zulassung, allem drum und dran. Der, da müsste auch nochmal ein Haar kriegen. Weil mehr zeitgenössisches Tuning als das Auto. Geht nicht. Ne? Er hier wird schwer. Aber er hier wird auch schwer, aber müsste auch mal. Der hat schon ein Haar. Der auch. Ja, der muss jetzt. Das ist Fakt. Der hier muss. Der hat ein Haar. Übrigens, meine Daily Pläne für den Sommer habe ich mir über den Kopf geworfen. Habe ich gemerkt, weil ich so viele andere Autos habe, die ich fahren kann, habe ich den Caprice doch stehen lassen. Ne, also als Alltagskiste, was eigentlich mein Plan war, den Quon wieder mit zu ersetzen, weil ich wollte nicht noch eine Karre anmelden. Jetzt, wo ich Tines Passat noch auf meinen Nacken angemeldet habe, wird es langsam ein bisschen teuer. Achso, der hat auch schon Haar, der ist auch sicher. Diesen hier müssen wir nochmal sichern irgendwann, weil ich glaube, irgendwann mal könnte der politisch gefährdet werden, der Wagen hier. Gar nicht mal böse, aber ihr könnt mir vorstellen, weißt du, dass das doof werden könnte mal, irgendwann. Ein bisschen Sorge habe ich. Das Gordon-Finger irgendwo die Powerbank gebunkert. Ich habe eine Powerbank zum Pkw-Stein, die suche ich hier gerade. Aber die hat Gordon meistens im Betrieb und ich gar nicht. Ich nehme meistens über den großen Einkaufswagen mittlerweile, habe mich daran gewöhnt. Scheiße, habe ich die hingepackt? Ich habe die nicht, Alter. Dann wird das Riemen nicht mehr lange dauern. Ne? Alter Schwede, der V8-Wichser, ne, mit dem Derby. Übrigens, das ist lieber Kerl, ne, kann ich euch empfehlen. Videomäßig, naja, muss man gucken, wer sich macht jetzt auf Dauer, ne. Aber jetzt so hier, das hier Derby-Ding. Alter Schwede, hat der einen pingelnden TÜV-Prüfer gehabt. Also ich schwöre euch, das ist mit dem Lenkradschloss alleine schon. Dings, den Schlüssel aus, Schloss hakt ein. Hat der Prüfer gesagt, geht nicht. Alter, ich habe noch nie einen gehabt, der das kontrolliert hat. Lenkradschloss, klar, wir müssen noch raus und ziehen, aber sonst. Ich habe auch gedacht, was ist da los, Alter? Scheiße, wird ein Problem, Alter. Ich habe echt keine Powerbank. Aber der Prüfer, der war echt ganz schön pingelig unterwegs. Nee, da ist auch nichts drin. Der Wipfer, wenn man irgendwas gebunkert. Nee, im Robo liegt die nicht. Ein Schrank von Gordon, das ist eine gute Idee. Ja, aber Lenkradschloss geht ja. Beim Auto. Das ist ja nicht kaputt.
Das halt ging nur rein, wenn der Schlüssel gesteckt hat oder aufstand. Weißt du, ganz normal halt. Aber da habe ich echt gedacht, Junge, Junge, Alter. Weil ich glaube nämlich, er baut ein neues Schloss ein und das ist genauso. Hier ist er auch nicht. Hier sind nur seine ganzen Schleifwerkzeuge. Akkugeräte, Föhn, Pikaflex. Schwer, Alter, schwer. Ja, ich glaube, heute wird ein kurzer Stream. Ich weiß gar nicht warum. Ärgerlich. Aber anderweitig, naja, kann ich ein bisschen ausruhen, auch nicht verkehrt. Hin oder her so. Hab noch viele mehr Ohren, Alter. Hattest mal ein K30 hinter der Bank, aber nee, habe ich keine gehabt. Hätte mal diese große gehabt, die Dingsen. Das leider nicht einrasten, gesteckten Schlüssel. Ja, aber hat noch nie einer drauf. Ich habe noch nie einen gehabt, der das. Hast du schon mal einen gehabt, der das gescheckt hat? Ich habe also beim Rausziehen, das kenne ich, aber nicht mit einem gesteckten Schlüssel, habe ich noch nie gehabt. Komplett. Weil das Problem mit dem Derby ist folgendes. Gucken wir mal. Hier beim Golf. Ne? Das Ding ist, wenn das Schlüssel raus ist, geht das Lenkradschloss rein. Seht ihr das hier? Und bei dem Derby ist das so. Ich muss eben beide Hände, weil das Dackeln, warte. Das geht ja nicht los. Beim Derby ist das so, wenn du Motor ausmachst und drehst, geht das Schloss rein. Das geht hier nicht rein, seht ihr? Und dann macht das Lenkradschloss so Tick rein. Fest. Ne? Also ganz komisch. Aber das ist schon. Da musst du drauf kommen, Alter, als Prüfer, echt. Da musst du echt drauf kommen. Krass. Nur so von der Prüfung her. Das Auto selber ist ja eigentlich ziemlich human. Also ich habe noch nie einen Derby gesehen mit so wenig Rost wie den. Weil ich habe auch einen Polo 86C, den grünen. Können wir mal testen, was auch so ist bei dem. Weil der ist ja das gleiche Auto eigentlich. Warte mal, hier bei dem Polo können wir mal checken hier. Schlüssel steckt. So, ich drehe mal am Lenkrad. Geht aber auch nicht rein. Stimmt. Das hätte ich aber nie gedacht. Der ein der extra Prüfpunkt. Ah, okay. Habe ich noch nie gehabt, Alter. Habe ich noch nie gehört. Das hat mich echt mitgenommen. Ich dachte, was? Oh, 10% Akku noch. Ich habe ein Problem. Use, we have a problem. Use, we have. We don't have Strom. Ja, aber der rastet ja nicht bei der Fahrt ein. Da muss er den Schlüssel auf ausstellen, wenn er einrastet. Das meine ich damit. Der muss ja auf aus sein. Der muss ja dann rollen und muss ja aus sein. Das meine ich damit. Krass. Nur dieser Prüfpunkt. Den habe ich noch nie erlebt. Ich meine, letztendlich, die halten sich auch nur in ihre Vorschriften, Gottes Willen, aber ich habe das noch nie erlebt. Ich habe auf jeden Fall irgendwo Ladegeräte, aber ein Ladegerät wird uns ja in der Ecke einsperren, dass wir nicht mehr laufen können. Und ein Stream von Max, der nur in der Ecke rumsitzt, ist ein Scheißstream. Ich würde spontan behaupten, da hätten wir auch den Scheiß streamen können. Nee, hier habe ich auch kein Dings drin gebunkert. Komisch. Sehr komisch. Naja, ist halt so. Wir können aber erstmal mal gucken, dass wir uns irgendwie erstmal Strom extern besorgen. Oh, ein Trabi rasse das erst ein. Stimmt, mal gucken. Hast du recht. Warte, so aus. Trabi. So normal. Ziehst du raus. Achso, jetzt ist 0. Pass mal auf, das rasselt ja gar nicht ein beim Kübel. Gucken wir. Welches Schloss? Aber bei ihm nicht. Der sagt schon mal nein. Übrigens habe ich repariert. Der hat auch noch ein Video tatsächlich. Eine Problematik, die er hat. Warte, pass auf. Die er nicht mehr hat jetzt. Oh, okay. Warte, jetzt nochmal. Oh, jetzt nochmal. Junge, Junge, Alter. Auch schon mal keine TÜV-Flucker-Lenkerschloss auf. Ja, das ist gut, aber ausgebaut ist ja.
ausgebaut ist ja schön und gut so, ne? Aber wenn das funktionieren muss, es ja wegen Diebstahlschutz, ist klar. Aber das ist das Ding. In Rubons Ladegerät hängen. Ja, können wir machen. Lass ein Rubo gehen. Das ist eine gute Idee. Da haben wir ein bisschen Saft noch drauf auf dem Handy. Bevor das Ding gleich ganz abkackt. Ja, läuft gut jetzt. Ich habe da hier. Ja, das ist fast peinlich, aber ich habe den Fehler gefunden. Eigentlich ist das ein peinlicher Fehler. Hätte ich vorher sehen müssen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, das war halt schon vorher so, wo ich den gekauft habe. Deswegen der Wagen nicht angesprungen ist immer. So, warte mal. Hier haben wir nämlich Strom. Strom ist schon mal eine Idee, ist schon mal eine Maßnahme. So, zack. Zack, hier ist das Kabel. Das Ladekabel. So. Ich mache euch mal eben hier ab. So. So, was mache ich hier dran? Dann müsst ihr das Handy wieder laden. Also ich guck mal kurz. Handy lädt. Handy hängt an Strom. Nachteil daran ist, wir sind jetzt stationär hier drin, ne? Also kommen wir nicht mehr so schnell raus. Die hat noch 8% Akku. Was willst du machen? Aber sonst, der Robo macht sich gut, Alter. Kann man nicht meckern, ne? Anspringen tut er jetzt. Fahren tut er gut. Bremsen tut er sehr gewährungsbedürftig, muss ich sagen. Aber er bremst. Weil die Kiste ist so ein bisschen so, wenn du die fährst, musst du ein bisschen aufpassen, was du tust. Patty, ja? Glaube ich auch. Oh, da ist halt so. Willst du machen? Nein, ich den Wechselrad lasse ich sitzen. Ich mache einfach hier eine Kante in den Schrank rein. Und gut ist das. Hat mit einem Escort in meiner Hecke das eingerastet. Ach du Scheiße. Das macht der LT. Steht auf meiner Auffahrt zu Hause. Nee, Deichfuchs, habe ich nicht mehr gesehen, 924. Von BMW habe ich nichts mehr gehört. Aber anderweitig, wenn ich jetzt anschreiben würde, ist er noch erreichbar für mich. Ne? Aber der 924 ist verschwunden. Ja, ich will den Wechselrichter, den kann ich nicht so umsetzen. Kann dir auch erzählen, warum muss ich das Kabel hier verlängern. Wird schon noch Spannung hängen hier? Das heißt, ich könnte ihn nicht mehr nach da setzen, ich könnte ihn höchstens nach da setzen. Und deswegen kann ich lieber einmal in die Kante wegsägen. Das geht nicht. Weil bevor ich mal ein Kabel legen muss, das ist ein durchgehendes Kabel, das geht von hier direkt durch in die Kabine vom Robo. Weißt du, das wäre ein bisschen viel Aufwand. So, weißt du, von Ding her. Da kannst du eher das Ding einfach abtüdeln. Ja, der große Einfahrtaufbau. Oh, hör's auf, Alter. Tine hat da schon wieder Sachen angeleiert und es kann teuer werden. Ah, Pascal, kann alles sein, ne? Auch Shady-M-Geschichten. Tritop-Ablauf, ja, Mann. Der ganze Tisch ist doch klebrig von Tritop, Alter.